Hallo und herzlich willkommen zurück zu Danger Zockt Minecraft Tech Team The Village. Ich habe beim letzten Mal hier noch den Boden fertig eingepasst. Ja, nach der letzten Folge, also offscreen, dachte ich mir, komm, das machst du jetzt fertig. Und ich habe noch mal ein bisschen in der Wiki nachgeguckt von Industrial Craft. Und zwar wollte ich mir erstmal ein Solarpanel bauen. Und da suche ich das hier direkt mal. Und gucke, was ich dafür alles brauche. Was macht der denn? Ein Solarhelm? Mhm. Was macht der? Das, egal. Das ist das Solarpanel und was ich hierfür brauche ist auf jeden Fall dieses Coal Dust und ich weiß nicht, ich glaube da das ist ein Macerator oder so in der Art, nennt sich das. Da kann ich das verarbeiten, also normale Kohle zu Coal Dust. Mace. Ist das schon? Ja, genau das Ding. Und das baue ich jetzt zuerst. Flint sollte ich eigentlich haben, so ein bisschen durch das Gravel abgebaue. Ich guck mal nach. Oh. Erzähl mir ja doch nicht, dass ich kein Flint habe. Aber ich denke, das ist jetzt nicht das Problem. Darum kümmere ich mich dann später. Ich weiß gar nicht, wo ich hier Gravel habe. Ich glaube, ich gehe einfach dann mal da hinten vielleicht. Nee, Sand. Ich gehe dann einfach mal hier unten in meine Mine. Genau, was brauche ich noch? Cobblestone habe ich. Die Basic Machine, da hatte ich noch eine. Ja, warte mal, ist das genau... Ist das das? Ja, genau. Da habe ich noch eine und dann brauche ich... Hier, das hatten wir schon gemacht. Da brauche ich jetzt diese Kabel wieder. Oh, ich muss immer noch mal nachschauen, wie gegen die Kabel. Irgendwann habe ich das raus. Ach so, Kabel. Hier unten sollten die irgendwie mit drin sein. Hier habe ich Kabel. Ach, ich habe ja auch schon isolierte, aber ich glaube, ich brauche 6. So, da fehlt mir jetzt noch Gummi. Das habe ich. Ich dachte, ich hätte noch. Anscheinend nicht. Ja, ich habe ein bisschen Kisten auch noch sortiert. Jetzt gerade vor der Aufnahme. War das hier reintun? Ne, das ist ja wieder der Generator. Hier ist der Ofen. Ich hoffe, er hat noch genug Energie. Und ich hoffe, das ist auch richtig. Ja, genau. Alles klar. Na, dann mach das mal eben fertig. Wieso gucke ich da eigentlich zu? Ich guck mal weiter, was ich brauche. So, Cobblestone ist hier oben drin. Ja, genau. Nehmen wir gleich den Stack mit. Flint, wie gesagt, das Teil habe ich. Und hierfür brauche ich noch eine Eisenplatte und Redstone. Redstone brauche ich 2 und Eisenplatte. Hallo? Wieso ist denn hier so viel Luft dazwischen? Eisenplatte. Wo habe ich denn hier die Eisenplatten? Dann muss ich wohl eine machen. Da überlege ich aber gerade schon wieder, wie das genau ging. Ich glaube, ich weiß es noch. Jawohl. Ja, behalte ich direkt. Das Werkzeug brauche ich nicht, weil ich habe hier unten noch genug Kabel. Kopperkabel isoliert so und jetzt so, jawohl. So, das Gummi ist irgendwie sehr kostbarer Rohstoff. Ich werde das jetzt nicht alles hier verbauen. Jetzt überlege ich gerade, wie das war, aber ich glaube, ich krieg's hin. Halt, da habe ich abgesetzt. So. Electric Circuit. Ein Schaltkreis. So, dann war das noch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Flint, oder? Genau. Und dann gehe ich jetzt mal hier runter. Hoffe, ich finde das auch. Erstmal Gravel und dann hoffe ich, dass der auch. Ein bisschen dunkel hier. Dass er auch Gravel abwirft. Das war aber gerade. Ja, Dirt. Dirt. Ha.
Einen habe ich schon. Zwei. Geil. Wieder ruckzuck hier. Na komm. Ich wette, der letzte lässt sich wieder feiern. Ne, da ist er. Die Fackel mache ich aber wieder dran. Ich sehe das nämlich schon. Komm, ich laufe dann hier runter. Will ganz runter in die Spalte und dann beendet mich ein Creeper weg oder so. Bei Rüstung. Ja, das. Eine Bomberjacke habe ich an. Eine goldene Bomberjacke. Als einziges. Und die Dinger, die halten eigentlich nichts ab. Und die sind hässlich. So. Kriege ich's hin? Ne, ich guck noch mal rein. Alles klar. Flint. Basic Machine Casing. Cobblestone. Electrics. Ich glaube, da hört's schon auf. Verdammt. Glas fehlt mir doch noch. Nee. Hä? Ach, das war's? Da kommt nichts. Ah, ich. Vollidiot. Ich dachte, das muss ich jetzt irgendwie ausfüllen. Keine Ahnung, warum ich gerade da so die Intention zu hatte. Das muss ich doch gar nicht. Da ist er doch. Und der hat's mir auch angezeigt. Ey, total Panne heute. Ja, es sind über 25 Grad draußen. Bestimmt jetzt 27. Macht nix. So, Macerator. Ach, richtig, genau. Den brauchte ich ja. Ich setze den hier unten. Das sollte der eigentlich von dem Generator Strom bekommen. Wenn ich hier mal. Nee, das will ich dann nicht reintun. Wovon habe ich denn richtig viel Holz? Eigentlich von gar nichts. Ach, guck mal, ich hätte auch Gravel gehabt. Hätte ich hinbauen können und dann hier abbauen können. Egal. Crafting Table. Ich gehe mal ein bisschen Holz abhacken hier. Dann nehme ich aber das Akazienholz. Ich gucke auch immer mal. Ich habe gelesen, dass hier irgendwann Harz rauskommen kann und dann kann man das so abzapfen. Da gucke ich immer, wenn ich hier so ein bisschen durch die Bäume laufe, ob ich da was erkenne. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es aussieht. Das ist, ich glaube, gelb. Also so stand das da drin, also so ein gelber Punkt irgendwie. Jo. Ja, ich habe auch mal die Hecke hier abgerissen und hier mit hingepflanzt. Die Beeren nehme ich direkt mit. Ich finde das voll cool, weil Blaubeeren, so Getränke davon sind einfach voll lecker. Blueberry. Da gab es früher eine Fanta von, die habe ich nie wieder gefunden. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr. Die war so total krass süß eigentlich. Aber der Geschmack, das war so unglaublich. Das Holz. Nein, nicht in den Macerator. Hier muss das hin. Strom. Na, gut, okay, es sollte aber reichen. Ich habe jetzt nur. Wieso ist es eigentlich so dunkel hier? Habe ich irgendwas verstellt? Ah, das gucke ich mir jetzt nicht an. Solange ich es noch erkennen kann. Kohle brauche ich. Habe ich keine Kohle? Dann gehe ich nochmal runter. Soll ich die Beeren essen? Boah, jetzt habe ich echt voll Durst auf dieses Getränk. Ich habe generell Durst. Bei der Hitze draußen. Oh, ein Slime. Das finde ich aber nett. Cool. Und der ist hier auch neu gewachsen. Da weiß ich noch gleich, wo ich Slimes finde. Und ganz ehrlich, die Lava, die. Ah, eigentlich auch wieder doof. Ich hätte jetzt zum Beispiel mal so ein. Ich hole erstmal Kohle. Also, ich dachte gerade. Wieso habe ich denn nicht mal ein Dings mitgenommen? Ein Eimer und dann hätte ich ein bisschen Lava rausnehmen können, weil es gibt ja auch einen Geothermal-Generator. Weiß nicht, ob das Generator ist. Da kann ich halt so ein Lava-Bucket reintun und dann erzeugt er daraus Strom. Ich bin nicht mehr in meinem Grundstück. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Jetzt bin ich wieder in meinem Grundstück. Also ich will ehrlich gesagt nicht wirklich, na das hebe ich jetzt noch auf. Aber wenn man so beim Zocken ist, ne, da passt man ja echt nicht unbedingt auf. Ja, Eisen ist immer gut, immer.
Ich hätte auch gerne mal ein paar Diamanten. Ey, es gibt ja da hier so eine. Ja, so ein Minenbohrer. Habe ich auch gesehen. Dann gibt es den auch noch mit Diamantenkrone vorne drauf und allem. Und dreifach oder doppelt, besser gesagt. Ja, ich nehme jetzt hier hinten in der Ecke schon mal so weit alles weg, dass ich dann weiß, hier gibt es nichts mehr zu holen. Boah, geht aber tief rein jetzt hier. Das sieht aus wie ein Donut unten rechts hier. So ein bisschen, wenn man das da drunter, das Beige nicht beachtet. Donut. Diese Pilze hier. Nehme ich mit. Oh! Das sollte ja eigentlich bedeuten, dass jetzt hier ein Dungeon ist. Also ein. Ich weiß gar nicht, ob die so einen bestimmten Namen haben. Ein Dungeon, wo diese Schienen verlegt sind, ihr wisst ja. Jawohl. Ja, das hebe ich mir auf. Ja, genau. Ich gehe hoch. Und ich mache mir dann einen Eimer. Ich habe doch einen Eimer Wasser sogar. Oh, ein Eimer Wasser. Es ist so warm, dass ich hier bei jedem, bei jeder Flüssigkeit irgendwie sofort in den See springen könnte. Wieso muss ich auch aufnehmen? Damit ihr eine Folge zu gucken habt. Ja, vielleicht später noch mal eine Runde. Oder heute Abend, wenn das heute Abend so warm ist, kann man ja da auch immer noch mal an den See. Freunde sind bestimmt auch alle da. So, ja. Kohle. Macerator. Ja, macht er? Genau. Das dauert aber ein bisschen hier. Hier kann ich direkt mal. Generator, ne? Oh, und jetzt ein Solarpanel hier, das ist schon nice. Also, ich verstehe auch so ein bisschen jetzt. Boah, wie lange der braucht. Ganz ehrlich, dann nehme ich das aber nochmal raus hier. Damit er die Energie, die er gerade hat, hierfür nutzt. Wobei, wie viel brauchte ich dafür? Für den Solarpanel? Solar. 3 nur. Dann mache ich gleich 2 Solarpanels. Gibt es nicht sogar verbesserte? Da gebe ich jetzt mal nur. Nee, das ist der einzige. Oho. Lustig. Ich finde das so krass, was es hier gibt. Ja, irgendwann will ich auch einen Nuklearreaktor haben. Und das Witzige ist, den Strom, den muss man ja auch konvertieren von Starkstrom zu Leichtstrom oder Mittelstrom. Und ich weiß jetzt auch, was diese EUs bedeuten. Das steht für Energy Units, glaube ich, für Energieeinheiten. Also hier wird dann nicht Watt oder so gesagt. So, also jetzt mache ich hier aber noch ein bisschen Power und mir mache ich jetzt noch mal ein paar Fackeln. 20 reichen. Halt, gib die Stöcker her. Und die Truhe, die könnte ich eigentlich auch mal reintragen. Aber hier würde ich jetzt erstmal die Pilze mit reintun. Slime Ball, nein, das nicht. So. Und ich denke mal, jetzt kann ich hier. Nee, ich klicke immer das Falsche an. Das ist der Generator in der Mitte. Ich habe ja auch noch diese Canning-Maschine, weil ich hier mal ein Jetpack bauen wollte. Aber ich weiß nicht so wirklich, wie ich den befülle. Oh, ich habe Hunger. Yo. Eigentlich habe ich doch alles soweit. Da. Solar. Nee, also der erzeugt nichts. Man sieht es an der Erklärung. Nehme ich mal an, dass hier Power Output eine Energieeinheit pro Tag ist Maximum. Ist das so richtig gedeutet? Ist auch egal, ich baue den jetzt erstmal. Kurz gucken, ob ich es mir so einprägen kann. Und nein, ich weiß, was fehlt. Ich brauche noch 2 von diesen Schaltkreisen. Wie viel Power hat er? Oh,
Das war's schon wieder. Ach, komm dann raus. Ich hebe mir das jetzt mal lieber auf. Hier oben habe ich ja noch einiges, was verarbeitet werden muss. Gravel. So, dieser Macerator. Nicht Macerator. Halt, ich kann es doch. Darüber wäre ich doch hingekommen. Solarpanel, dieses Ding. Also hiervon habe ich noch 18. Gummi. Da fehlt mir Gummi. Ein Stück. Euer Ernst? Oh. Ich hoffe, die Bäume. Weil die droppen gar nicht so viel Gummi, ey, wenn ich hier die abholze. Egal, ich habe jetzt. Och, da war direkt eins. Okay. Aber ich will eigentlich, dass die mal ein bisschen länger wachsen, damit das Gummi hier so rausfließt. Also so ha Baumharz halt. Oder ich baue mir einen heiligen Gummibaum genau hier hin. Und den lasse ich immer wachsen. Den rühre ich nicht an. Genau, das alles weg. Ich lasse auch die Fenster ganz bewusst noch offen, damit ich hier von allen Seiten immer rein kann. Ich baue das Haus auch auf jeden Fall weiter, aber jetzt wollte ich schon mal hier so ein bisschen ein paar Techniksachen ausprobieren, weil ich da echt lange in der Wiki gestöbert habe. Ja. Und zwar Kupfer. Ne, den müssen wir ja erst hier rein tun und ja, zu diesen Bars brennen. Ich brauche nur eins. Energie geht eigentlich noch. Ja, dann 6 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Ich habe jetzt ganz bewusst einzeln abgezählt. Nicht, dass ich das irgendwie falsch interpretiert habe. Oder so eine Sortierwand. Das kann ich eigentlich immer am Ende der Folge machen. Außer wenn ich was suche und nicht finde. Und dann drücke ich wohl auch mal zwischendurch auf Sortieren. Ach cool, was gibt es denn hier noch alles? Und schon wieder was entdeckt. Okay, ein Rucksack. Nicht schlecht, aber wir bleiben da jetzt mal weg, sonst probiere ich nur wieder sinnlos alles aus. So, was war es noch? Genau, diese Eisenplatte und Redstone zweimal. Viermal. Ich brauche das ja. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ich brauche doch noch mal hier. Oh, es reicht immer noch nicht. Jetzt muss ich schon wieder einen Baum abholzen. Und ich lasse auch den hier mal stehen, weil die ja schon ziemlich lange wachsen. Boah, da war noch Kohle. Hier, den kleinen nehme ich mit. Los, gib mir was. Da war's. Na du, ah, bleib bloß von meinem Grundstück, du Bauer. So eher. Ja, ich. Danger ruhig. Wollte gerade was sagen, aber das muss ja jetzt nicht sein. Ich sag's doch. Du Fotze! Sinnlos. Dummheit, ne? Ich weiß. Egal. Was raus muss, muss raus. Wenn mir was auf der Zunge liegt, dann kommt's eben raus. Solange man weiß, dass es Dummheit ist. Habe ich die nicht da reingetan? Doch. Wo kam die jetzt her? Also, 4 Redstone, dann brauche ich ja von diesen Platten. Ah, dann brauche ich von denen ja. Nee, halt. Halt, halt. Hier, da brauche ich von den Platten 2. Okay. Das heißt hier 1, 2. Das nehme ich auch mit. Und die Kabel, die hatte ich genau hier. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Fertig. Ja. Richtig, genau. Da und jetzt die Platten hier rein. Schaltkreis zweimal und jetzt hoffe ich mal, ich krieg's hin. Ich überlege gerade, hier fehlt mir jetzt noch Dingsglas. Und ich war nicht ganz sicher. Ah, hier unten war der Generator drin. Alles klar. Der Generator, den habe ich wohl nicht. Habe ich den wieder hier reingepackt?
Oh nein! Ey, ich hab doch gerade den Generator. Da habe ich mich noch gefreut, dass ich den schon habe. Oder habe ich den für den Maze Raider? Warte mal, brauchte ich den beim Maze Raider? Ah, nee. Ach so, nee, den Generator habe ich noch gar nicht. Wobei, eigentlich, ich kann doch den abbauen, oder? Der hat zwar noch ein bisschen Energie. Aber wenn nicht, dann muss ich den dann eben nochmal nachbauen. Oh, jetzt habe ich die Box da weggehauen, wo ich die auch noch brauche. Aber hier unten steht die eh besser. So, hier der Generator. Das war, glaube ich, so. Dann hier. Jetzt die zwei Schaltkreise. Jawohl. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Sehen wir dann im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Würde mich über Bewertungen und Kommentare freuen. Und dann sage ich mal, haut da rein. Bis zum nächsten Part. Tschüss.